Heute beantworten Lumex und ich extrem peinliche Fragen. Was geht? Was geht? Und ich will auch einfach mal sagen, Freunde, Max stellt uns heute die Fragen. Ich würde sagen, Max, du darfst einfach mal direkt mit der ersten Frage anfangen. Kleiner Diamant schreibt, mögt ihr Füße? Digga, was ist das für eine Frage? Nein, also... Mögt ihr Füße? Ich bin neutral zu meinen Füßen, also ich habe jetzt keine besondere Bindung zu denen, also... Ich bin froh, dass ich sie habe und dass ich laufen kann. Also ich glaube, damit sind nicht deine Füße gemeint, Bro. Das ist eher die Frage, ja, ob du so Füße von anderen magst. Nee. Also irgendwie, Füße sind Füße halt so, hä? Keine Ahnung. Na, Lenny, ich frage dich nochmal in 2, 3 Jahren. Okay, ja, nächste Frage. Silas schreibt, wann gehst du schlafen und wann nimmst du auf? Ja, also ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an. Ich gehe meistens so, also ihr müsst wissen, jetzt gerade ist es 2.29 Uhr, wo wir das Video hier aufnehmen. Das muss ich einmal ganz kurz anmerken. Also ich gehe eigentlich meistens so zwischen 3 und 4 Uhr schlafen und aufnehmen tue ich meistens auch eher abends momentan. Also ich probiere eigentlich immer so gegen Nachmittag aufzunehmen. Aufstehen tue ich meistens so zwischen 10, 11, 12 Uhr. Aber wir haben ja einen Kandidaten im Raum, beziehungsweise nicht im Raum, aber neben mir, der dazu sich auch gerne äußern möchte. Lenny! Tatsächlich möchte ich mich dazu nicht äußern. Ja, also es ist immer davon abhängig so, aber aktuell, ihr müsst halt so sehen, eure Videos sind halt sehr aufwendig gerade. Ich mache ja nicht nur einen Kanal, sondern auch 2 Kanäle täglich und da immer Videos aufzunehmen, Ideen zu finden, Thumbnails machen, das kostet seine Zeit. Also aktuell gehe ich... also ich gehe tatsächlich so um 12 Uhr schlafen tatsächlich, aber nicht um 12 Uhr abends, sondern halt Mittag. So. Ihr müsst wissen, ne? Letztens schreibe ich Lenny so um 12 Uhr oder so und er antwortet mir direkt und ich denke so, hä? Warum schreibt er mir um 12? Das ist so ungewöhnlich. Normalerweise schläft er da noch. Und ich sag so, Bro, bist du schon wach? Und er so, nee, ich gehe gleich schlafen. Ja, ich muss das irgendwie fixen, das ist nicht gut, aber... Hast du dir noch irgend so eine Minute, ja, 5-Minuten-Termin oder so gemacht? Ja, ja, natürlich, vor dem Schlafen noch was essen. Eieiei, Freunde, also nehmt euch an unserem beiden Schlafrhythmus, ja, wenn ihr später mal aus der Schule raus seid, bitte kein Beispiel. Nein, es ist nicht gesund. Also an meinen nicht und an Lennys erst recht nicht, okay? Ja, wir kommen zur nächsten Frage. Ausnahmesituation. Ja, Ausnahmesituation würde ich auch sagen. Ganz kurze Werbeunterbrechung für einen richtig coolen neuen Sponsor von mir, und zwar Cakewalk. Und das ist wirklich für jeden was, für Content Creator und auch für euch Zuschauer. Bei Cakewalk habt ihr als Creator die Möglichkeit, euch zu registrieren, damit deine Community dich viel besser und komplett easy kostenlos unterstützen kann. Und das ist auch eine Einladung an euch. Wenn du jetzt gerade dieses Video hier siehst, check doch gerne mal meinen Cakewalk-Link unten in der Videobeschreibung ab. Im Endeffekt kannst du mich quasi mit deiner Zeit unterstützen. Das ist quasi wie wenn du in meinem Livestream Geld spenden würdest, nur dass du kein Geld dafür spendest, sondern verschiedene coole Games zockst. Vom Prinzip her ist es tatsächlich so, dass ihr eine große Auswahl an verschiedenen Spielen habt. Die könnt ihr euch runterladen, ein bisschen spielen und für eure Spielzeit bekommt ihr dann Geld und ein Teil davon geht dann auch an den Creator, den ihr supportet. Schau jetzt sehr gerne auf meiner Cakewalk-Seite vorbei. Link in der Videobeschreibung. Elias schreibt, habt ihr euch schon mal das Verbotene gemacht? Also, nee. Nee, eigentlich nicht. Du stinkst auch manchmal ein bisschen so nach Brokkoli, weißt du? Also da habe ich jetzt auch nicht so wirklich Interesse. Nee, ich eigentlich auch nicht tatsächlich. Ja, nächste Frage. Liam schreibt, schaust du, wenn du groß warst, auf dem Klo warst, ins Klo? Also ich muss ehrlich sagen, habe ich eine Zeit lang gemacht, aber aktuell nicht mehr, Bruder. Also das ist ein Unterschied, ich sagte, ich mach's nicht. Aber ich sag dir, es ist nicht schlimm, also wenn ich bei Fremden zu Besuch bin, dann ja, weil du willst ja nicht, dass du bei jemand anderem auf Klo bist und dann kommt der und dann hängt noch was im Klo. Deswegen, an sich ist es eigentlich nicht mal so unangenehm, weil an sich ist es ja so, du willst ja nicht bei jemandem auf jemanden Fremden so aufs Klo gehen und dann danach, deswegen gibt es ja auch so eine Klobürste und so und die benutzt man ja, nachdem man da reinguckt, weil sonst weißt du ja nicht, dass, also wenn ich bei Fremden bin, dann ja. Und zu Hause, da wird dann nur, wie heißt nochmal dieser Strahl? Achso, da muss ich nicht, weil da gibt's so, du weißt, du kennst mein Klo. Freunde, seht hier nochmal meine erste Reaktion auf Lennys Toilette. Ich geh jetzt erstmal aufs Klo. Lenny, ich will nicht!
Ich will das nicht drücken. Sein schreibt, habt ihr schon mal zusammen in der Dusche geduscht? Also nur weil wir zusammen in Dubai Urlaub gemacht haben, haben wir nicht automatisch zusammen geduscht. Das will ich ja mal ganz kurz festhalten. Nein, also ich weiß nicht. Mann, du warst, ich weiß gar nicht, wir waren überhaupt duschen? Waren wir duschen jeden Tag? Ich weiß nicht, ob wann war. Ich hab dich. Immer wenn ich am Pennen war, warst du duschen, Bruder. Ich hab gar nicht mitbekommen, wann du geduscht hast, Bruder. Ich weiß nur. Bruder, und du hast immer auf der Terrasse geschlafen. Ich wollte mir einmal die Badewanne einlassen, aber das habe ich vergessen. Das weiß ich noch, Bruder. Nein, aber nee. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Okay, nächste Frage. Sarah schreibt, was war deine schlechteste Schulnote und warum? Okay, ich überlasse dir mal die erste Frage. Schlechteste Schulnote? Vielleicht kannst du dich ja noch dran erinnern. Also jetzt nicht Uni, sondern Schulnoten, ja? Boah, also ich muss sagen, tatsächlich jetzt... Fang mal an mit deinem schlechtesten Fach. Was ist dein schlechtestes Fach? Ich muss jetzt ehrlich sagen, no cap, Grundschule... Bruder, meine schlechteste Note war tatsächlich eine 2-. Ich habe immer nur 1 und 2 geschrieben. Ja, aber das wollen die Leute ja nicht hören. Ja, aber ich sah danach, Gymnasium sah ein bisschen anders aus. Also ich glaube so, bis so 7., 8. Klasse war immer so 1, so zwischen 1 und 3. Mhm. Aber dann so irgendwann auch so dann in so Kunst und Musik hatte ich dann nicht so Bock teilweise dann so vorzusingen und so. Ich glaube eine 6, weil ich mich mal irgendwo geweigert hatte, irgendwas vorzusingen, ja. Wir sollten, es war auch wirklich einfach peinlich, wir sollten irgendeinen Müll vorsingen und dann hatte ich keine Lust drauf und habe ich eine 6 bekommen, so dafür so. Aber halt nicht, weil ich nicht geübt habe, also das hatte ich glaube ich auch nicht, weil ich das nicht gefeiert habe. Aber ich habe mich halt, ich wollte es halt nicht vorsingen, so, deswegen habe ich dann eine 6 bekommen. Aber was war so dein schlechtestes Schulfach? Schulfach? Boah. Auch so also Kunst wahrscheinlich dann, oder? Nee, Kunst nicht mal. Also ich bin so eigentlich so Englisch und so war immer ganz gut und so eigentlich. Ich glaube tatsächlich, ich müsste jetzt nachgucken, aber ich glaube Sport tatsächlich sogar. Ja, ich bin sehr unsportlich tatsächlich. Also, okay. Keine Ahnung. Also meine schlechteste Schulnote, also bei mir ist tatsächlich so ähnlich. So ab der 7. Klasse ging dann so der Struggle so ein bisschen los. Ja. Boah, also ich habe immer sehr schlechte Noten in Deutsch geschrieben, ja. Also du musst wissen, ich habe immer in Deutsch so gedacht, Bruder, ich habe da richtig einen rausgepfeffert in so einer, keine Ahnung, ne, Erörterung oder so weil eine Kacke, Deutsch ja. ist doch easy, so Gedichtsvortrag und dann so... Nein, vertrau mir, ich konnte das gar nicht. Ich dachte immer, ja, Erörterung, ich weiß jetzt gerade nicht mal mehr, wofür Erörterung steht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn so eine Kacke kam, ja, ich dachte, ich habe da wie ein Brainer Text hingeschrieben. Am Ende hatte ich in Deutsch immer eine 4. Oder eine 5 manchmal so. Ja, aber 4 ist noch bestanden, 4 ist noch okay. Also sollte man jetzt nicht so viele von schreiben, aber 4 ist noch bestanden so, ne? Ja, aber Deutsch war nicht mein Fach. Nächste Frage. Passt. Miko schreibt, hast du schon mal die Drogen genommen? Nein. Nein. Außer Alkohol. Das zählt ja, ja auch als... Ja, Alkohol ist doch voll underrated, ne? Eigentlich so. Alkohol ist so, das ist so voll normalisiert so, aber eigentlich auch voll die heftige Droge, ne? Ja. Aber sonst noch gar nichts. Also auch Alkohol, auch, also eigentlich, ich habe wahrscheinlich mal, ich glaube das letzte Mal, wahrscheinlich so auf einer Geburtstagsparty von so einem Dad an so einem Bier wahrscheinlich mal so gesimpft, oder? Aber so wirklich so Alkohol getrunken und auch andere Drogen gar nicht. Also Leute, ist auch wichtig, distanziert euch von sowas. Also ist echt nicht gut. Auch von Alkohol, auch wenn das so normalisiert ist und so, sollte man nicht machen. Kennt bitte immer eure Grenzen, ja? Und wenn ihr mal was trinken wollt, dann bitte erst, wenn ihr alt genug seid und beim ersten Mal am besten auch unter Aufsicht eurer Eltern. Nächste Frage. Nico schreibt, habt ihr schon mal unter der Dusche gepinkelt? Digga, also, wenn du da jetzt... Warte, stopp. Sagen es zeitgleich. Wenn du da jetzt irgendwas anderes sagst, dann lügst du bei Gott. Bist du bereit? Okay. 3, 2, 1, ja. Jein. Hä? Was laberst du denn, Digga? Doch. Ja, ey, hab ich, hat man schon mal gemacht. Aber, Bruder, also, ich sag dir ehrlich, mittlerweile so, Bruder, geht man da einfach vorher aufs Klo so, Digga. So, hä? Also, Bruder, wo ich so 10, 11 habe ich auch in die Dusche gepinkelt. Hat jeder Bruder, gemacht. Ich mach so. Das jetzt immer noch. Ja, du bist doch dumm, Digga. Ich schwör, Digga. Hä? Bruder, du musst dir aber mal vorstellen, denk doch einfach mal daran, Bro. Ja? Du pingelst in die Dusche und nachher deine Freundin so duschen, Digga. Hä? Ja, ich spül das ja weg. Ja, ist doch trotzdem nicht geil, Digga. Ist wirklich. Ey, Bruder. Aber Freunde, bitte. Wer pinkelt denn nicht in. Also, hä? Ja, also Dusche pingeln kann man noch verkraften, aber es gibt auch Leute, da habe ich gehört, die pingeln in die Badewanne und das ist dann... Ja, nee, also das, na. Hä, was? Das,
Ja, ich habe ich schon mal gehört, auch in anderen Q&A oder so. Das aber das ist dumm, das ist eklig, Digga. Also Dusche ist okay, warte aber mal. Badewanne ist. Ich habe jetzt eine Frage an dich. Ja? Wenn du im Schwimmbad bist, ja? Nein, schwöre ich, nein. Schwimmbad, nein. Wenn du im Schwimmbad, ich meine, das ist ekelhaft. Wenn du im Schwimmbad. Also im Meer, ja, wenn man so an der Ostsee war und so, dann ist easy so Meer, aber so. Oder hast du noch nie in einem Schwimmbad ins Wasser gepinkelt? Schwör also jetzt ich, auf alles. Ich würde lügen, wenn ich nein sage, weil okay. So ein Kinderbecken safe so. Aber okay. Wenn ich jetzt. Bruder, wann war ich jetzt in meinem Schwimmbad, Digga? Das war mir aber auch ewig her. Digga, das war wahrscheinlich die Zeit, als ich noch so ein Planschbecken bin. Weil sonst. Letztes Mal im Pool war ich mit dir in Dubai und da. Bruder, da habe ich nicht reingepinkelt, das weiß ich. Ich aber auch. Also, sei mal ehrlich, hast du da reingepinkelt? Nein. Hab ich auch nicht. Also, ja, okay, gut. Ich hab's aber schon mal gemacht. Ja, warte, apropos nochmal zur Dusche, Digga. Hast du in Dubai in die Dusche gepinkelt? Kleiner Ekliger, Digga. Hast du dich ganz schlecht verstanden? Ekliger, Digga. Du Ekliger. Nächste Frage! Janinen schreibt: Wovor hattest du mal am meisten Angst? Boah, am meisten Angst? Ich kann dir safe sagen. Also, warte, vor Spinnen oder so, glaube ich, hast du Angst, oder? Nee. Spinnen und Nadeln, Digga. Nadeln? Also, oder so. Wie jetzt Nadeln? Spitzen, also Spitzen so. Ah, ja. Also, okay. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich habe so eine Spritzenphobie. Ich kann auch so Schnittwunden, wenn man sich so schneidet, kann ich gar nicht ab. Sobald ich mich schneide, mir wird richtig schlecht und so. Auch nur so ganz kleine Wunden nur? Ja, ich kann sowas gar nicht, Digga. Ich habe da richtig so Paranoia vor. Ist für mich ganz komisch, okay. Aber auch zum Beispiel so, ich kann Spritzen gar nicht ab. Ich schwöre, jeder Impftermin ist Krampf für mich. Ich schwöre. Ich schwöre, die könnten mir die Hand abhacken, das ist was anderes. Aber so Nadeln, die sind so dünn und so eklig, Digga. Da lieber, keine Ahnung, sollen sie mir den Zeh abbeißen. Das wäre mir wahrscheinlich lieber als so eine Spritze, Digga. Ich sag dir ehrlich. Ja, aber ich würde mich da jetzt tatsächlich auch mal bei Spritzen anschließen. Das ist schon sehr... Magst du auch keine Spritzen? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da so ein großes Problem habe wie jetzt du, glaube ich. Aber es ist schon unangenehm, bin ich ehrlich. Also früher weiß ich noch, wenn irgendwie so anstand, yo, Blut abnehmen oder sowas, da habe ich immer Ich habe einmal Blut abgenommen, Digga, da bin ich so fast weggekippt, no joke. Ja, aber Freunde, das ist so. Schreibt's mal in die Kommentare, wovor habt ihr am meisten Angst? Egal wo ich bin, ich nehme immer so Klopapier und leg's auf die Kloschüssel oben drauf. Auch wenn du nur pinkeln musst? Dann setze ich mich nicht hin auf so... Also auf so öffentlichen Klos und so? Ja, safe. Ja, dann ja. Ja, da ist mir aber bestimmt schon mal was daneben gegangen. Wenn man mal nicht ziehen konnte. Ja, das Ding ist, und genau wegen solchen Leuten wie die haben wir danach keinen Bock, sich hinzusetzen, weil die daneben pinkeln und die komplette Kloschüssel. Ja, aber ich mache immer alles so ganz doll sauber vorher, wenn ich mich da hinsetzen muss. Also sauber machen und dann nochmal Klopapier oben drauf. Ja, ja. Mhm, das ist wichtig. Wichtig. Okay, nächste Frage. Zinder? Was wolltest du schon immer mal ausprobieren? Weiß ich, mache ich auch bald. Ja? Fallschirmspringen. Oh, da bin ich dabei. Da bin ich dabei, safe. Fallschirmspringen ist, glaube ich, echt cool. Digga, ich hätte auch mies Bock, mal ins Weltall zu fliegen, so. Boah, Weltall, auch einfach so auf dem Mond so rumsteppen, Digga. Lass auf dem Mond so ein bisschen rumsteppen. Einmal das Gefühl, so eine Rakete zu sitzen, wäre auch geil, Digga. Ja, doch, also, wenn du Bock hast, so. ich flieg mit. Ja, also, wir haben tatsächlich ja jetzt irgendwann demnächst geplant. Ist jetzt noch nicht ganz klar, wann genau. Aber wir wollten ja auch nochmal nach Bali zusammen oder allgemein nochmal in Urlaub. Vielleicht kann man das ja irgendwie kombinieren und dann dort so einen Fallschirmsprung machen. Glaubst du, es geht? Ja, wenn, dann musst du so, wie nennt man das? Wenn du Paragliding musst du da eher machen, dann hätte ich safe Bock drauf. Ja. Das ist auch geil. Freunde, lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn wir nach Bali fliegen sollen. Okay, und die letzte Frage. P. Deiter schreibt, wer von euch räumt niemals das Zimmer auf? Da weiß ich die Antwort schon, aber ihr müsst jetzt sagen. Ich glaube da, Oder als ich bei dir war, dein Zimmer sah genauso schlimm aus. Yeah! Zu lügen. Wenn Besuch kommt, sieht's ordentlich aus. Als du da warst, sah ordentlich aus. Jetzt ist was anderes. Aber, Bruder. Will nur einmal ganz kurz anmerken. Ich habe dich zweimal... Nee, warte mal. Doch zweimal spontan besucht, ja? Einmal? Berlin, Dubai und District. Dreimal warst du hier. Dreimal. Und ich glaube, es war nicht einmal dein Zimmer so mega aufgeräumt. Hä, was laberst du? Ja, was soll ich denn hier aufräumen? Das ist halt, ich habe zwei Stühle, Greenscreen hier rumstehen, hier ist halt kein Platz, aber es hat alles Equipment. Hier sind Softboxen, Mikrofone, hier liegt halt alles rum. Ich kann mich noch erinnern, vor so einer Woche hast du mir so eine Audio geschickt, Kevin.
Ich habe so seit einer Woche nicht mein Zimmer verlassen. Hier stehen noch Sachen, Essen rum von vor 3 Tagen oder so. Ja, das sind dann so die leeren 5 Minuten, Terrin. Also das Ding ist, der YouTube-Background sieht immer clean, aber so 1 Millimeter daneben steht. Ja. Aber ich muss sagen, also bei mir war es früher in meinem Zimmer auch ein bisschen schlimmer, weil ich da auch gar keinen Platz hatte. Da stand halt alles rum. Bei dir war viel schlimmer als bei mir, Digga. Hör auf zu lügen, Digga. Bei dir hat man nicht mal Platz zum Treten gehabt. Ich schwör, Junge. Also wirklich, mein altes Zimmer, Freunde, bei meinen Eltern zu Hause war echt richtig klein. Aber jetzt habe ich halt hier mehr Platz und deswegen ist auch meistens eigentlich alles aufgeräumt. Aber gut, ich würde sagen, das war es jetzt mit der letzten Frage. Ihr könnt gerne auch mal die Fragen in den Kommentaren beantworten. Schreibt gerne neue Fragen rein, vielleicht gibt es dann einen neuen Teil. Und bis dann!